und herzlich willkommen zu Let's Test Mac mit Marvin. Hallo. Ja, man sieht mein Bild, nicht Patricks, auch wenn er angefangen hat, war aber seine Idee, deswegen fängt er an. Habe ich so festgelegt, weil ich das darf. Marvin darf das. Ich darf das. Nee, wir haben alle mal Mac angezockt und jetzt sagen wir halt unsere Meinung. Ich muss noch dazu sagen, ich habe es mir nicht gekauft, ich habe mir die Testversion runtergeladen und Marvin, der Idiot, hat sich's gekauft. Und wie viel hast du bezahlt? 15 Euro. Ach ja, das geht aber. Gebraucht, dazu bei GameStop. Das Positive an dem Spiel ist, du brauchst kein Key oder sonst was. Du legst die CD ein und startest sofort. Ja, und musst erstmal ein Update von 7 MB fahren. Ja, wenn man die Demo hat, braucht man das nicht. Da brauchst du ein Update von 36 MB. Ja, das musste ich am Anfang aber auch runterladen, zum Starten. Jo. Also, interessant. Ich gleich im Voraus sagen, ich werde es mir nicht kaufen. Ja, also wir kommen ja jetzt noch zu. Man kann sich also hier drei Charaktere erstellen. Ich habe hier jetzt einen erstellt. Man kann so ein bisschen die Personen da verändern, wie die aussehen soll und so. Ist aber ja, ein bisschen Spielerei. Ist auch nicht gerade viel. Da kann man noch die Stimme auswählen. Dann hat man halt so einen Charakter erstellt. Noch dazu muss man sagen, das Spiel ist von 2010. 2008 wurde es auch gekündigt. Und das, was das Spiel irgendwie besonders macht, ich glaube, das ist das einzige PS3-Spiel, wo bis zu 256 Leute gleichzeitig am Bildschirm sind. Oh ja, das stimmt. Dafür sind die Maps natürlich auch wesentlich größer. Ja, aber du siehst, du merkst es gar nicht so extrem. Ich meine, am Anfang spielst du, glaube ich, mit 64 Spielern. Ja. Ja, genau. Du wirst erst ab Level 8 oder so, wird das erst freigeschaltet. Jupp. Ja, und so weit habe ich es nicht gespielt. Denn ja, ich habe jetzt auch nur irgendwie 2 Stunden oder so höchstens. Ich habe es so nur angezockt halt und bin immer noch Level 1. Ja. Ich bin Level 3 oder 4. Was mir als erstes aufgefallen ist, ist die Grafik ist wirklich nicht mehr schön. Ja gut, das ist... Es sieht aus wie ein Anfangstitel von 2006, das muss man echt mal dazu sagen. Also wenn ihr Wert auf Grafik legt, könnt ihr das vergessen. Ja, das stimmt. Das ist... ja, das ist, man muss das Spiel mögen, also wegen der Grafik wie bei Battlefield oder so, sonst ist es bestimmt nicht. Nee, ich glaube auch nicht, dass es sich noch gut verkauft. Ich meine, online spielen es noch recht viele, würde ich sagen. Ja, also man findet auf jeden Fall relativ schnell einen Server, finde ich. Ja. Sofort auf, ja, wenn man jetzt schon dabei ist, dann können wir ja von vorne anfangen. Man muss erstmal so ein, wie heißt es überhaupt? So ein Dingsei auswählen. Die Fraktionen, da gibt's Raven, habe ich gewählt. Aber was man noch dazu sagen muss, du kannst die Fraktionen dann nicht mehr wechseln. Also wenn du denkst, mein Freund hat eine andere Fraktion, hast du einfach echt gehabt. Ja, das ist ein bisschen schade. Dann musst du dir einen neuen Account erstellen. Ja, weiß ich nicht, was ich davon jetzt auch wieder halten soll, aber okay. An sich die Idee ganz nett, aber dass man nicht mehr wechseln kann, das ist ein bisschen... Was noch dazu sagen muss, ist, das ist ein reines Online-Spiel. Also wenn ihr keine Internetverbindung habt, könnt ihr das vergessen. Ja, das ist fast schon... Es gibt keine Kampagne. Es gibt's nicht. Man wird sofort in Online-Modus reingeschmissen und ich habe auch Raven genommen. Und ja. Jetzt, ich kann einfach mal starten hier eine Runde über Unterdrückung. Mit 64 Mann. Also was man noch dazu sagen muss, der Ersteindruck vom Spiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Grafisch her und es war einfach ein reines Durcheinander. Ich bin COD gewohnt und auch Battlefield. Aber die hatten alle einen sehr guten Ersteindruck auf mich, ey. Aber das... Ich meine, wenn du noch nie einen Ego-Shooter gespielt hast, wenn du jetzt vielleicht die PS3 neu hast und du denkst, ich will keine 60 Euro für ein COD raushauen, vielleicht kann man es dann mal anspielen, denn die 15 oder 20 Euro ist... Ich meine, es gibt Free-to-Play-Titel, die sicher schon besser aussehen auf dem PC, das muss man auch nochmal dazu sagen. Ja. Aber das ist PC. Und ja, Maps habe ich bis jetzt nur, glaube ich, 2 oder 3 gespielt. Ja, ist auch nur 3. Ich habe also keine Ahnung, wie viele Maps es gibt. Und was man noch dazu sagen muss, ist, dass die Sniper extrem einfach zu bedienen ist. Also, du triffst immer. Ich habe bis jetzt jeden, den ich anvisiert habe, getötet. Ich meine, ich bin ein schlechter Sniper, fragt Marvin. Oh ja, der ist richtig scheiße, ist ja. Was ich gerade noch sehe, wenn man in diese Warteschlange eintritt, dann ist links dieses Fenster an der Seite. Und dann sieht man die Fraktion halt und... so umso mehr da halt, umso mehr Punkte, die in dieser Leiste drin sind, und ich glaube, das ist dann halt die Anzahl der Spieler. Gehe ich jetzt mal einfach von aus. Ja, ja. Man sieht gerade, wie das ganz langsam steigt.
Aber was das Spiel extrem positiv ist, ist die Map, die du rechts oben siehst, ist, das ist, findest du dich recht gut zurecht, die ist besser als bei COD und Battlefield. Ja. Das muss man schon sagen. Da war ich, das war auch eine ziemliche Enttäuschung. Ich finde bei COD, ich war schon Battlefield gewohnt, das ist ja, da sieht man schon relativ viel. Aber bei COD, finde ich, sieht man überhaupt nichts. Also ich fand, ich kann nicht vernünftig taktiken, finde ich. Ja, COD und Taktik, pfff. Na ja, gut. Gibt's bestimmt einige, die das anwenden können, aber also die Map ist mir eindeutig zu klein, ey. Ich kann im Battlefield damit ganz gut umgehen, aber in COD ist es nicht so pralle. Und ich finde das Waffen-Gameplay recht schwammig, muss ich sagen. Ja, das wird man gleich noch sehen, also ich weiß nicht. Anvisieren ist so... Ich habe auch immer so das Gefühl, man hat diese Auswahl, wie schnell man sich nach rechts und links bewegt, also diese Empfindlichkeit. Und die ist dann, wenn man im Zoom ist, ist die genauso hoch. Also man wird nicht langsamer, wenn man drin ist. Nee. Das ergibt für mich wenig Sinn. Wenn ich angeschossen werde, was, von wo? Da gibt es nämlich ein... Wenn es weiß Umrandung ist, heißt du bist nur an. Die schießen an dir knapp vorbei und wenn es rot ist, sie treffen dich. Und dann siehst du das von allen Seiten und du weißt wo, wie, was. Und bist schon tot, ey. Ist so. Versuch mal gerade Sabotage beizutreten. Weil Unterdrückung klappt gerade nicht. Und am Anfang hast du drei Waffen. Du hast ein MG, ein Scharfschützengewehr und da hin so ein. Ich glaube gar nicht, dass das reale Waffen sind. Ich weiß gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Ja, also. Gut, das ist glaube ich relativ egal, weil die sind ja so komisch. Es gibt schon Waffenfetischisten, die Waffen sehen halt sehr komisch aus. Ja. Was willst du erwarten? Ne? Ich meine, die Waffen bei Counter-Strike oder so, die sehen auch nicht gerade gut aus wahrscheinlich. Hab selber noch nicht ja, so viel gut, gespielt. Counter-Strike Source ist von wann? 2006? Ja, ich glaube schon. Ungefähr. 2005 oder 2006 glaube ich. Ich meine ja gut, 2006 Spieler, da muss man schon Einbußen machen bei der Grafik. Aber ich glaube trotzdem, da wäre mehr drin gewesen. Wahrscheinlich hat es an Zeit oder Geld gefehlt, stellt sich mal. Ach, Patrick ist wieder herrlich zu verstehen, seine Robo-Stimme. Nee. Doch. Nein. Ich finde sowieso, wir können das mal kurz unterbrechen und ich starte gleich wieder neu auf dem Server, ne? Weil man sieht hier die ganze Zeit mit diesem Bildschirm. Das ist voll öde. Das ist meine Robo-Stimme, ne? Alter, nein. Ich würde sagen, bis gleich. Tschüss. So, da sind wir wieder. Jetzt im Ladebildschirm, man muss gerade mal 20 Sekunden warten, oder 25, was das jetzt war. Sabotage. Und hier kann man sagen. Man kann auch gleich die Spielmodi aufzählen. Es gibt sowas wie ein Team Deathmatch. Dann gibt's Sabotage. Ja, und da gibt's und dann, ja. Keine Ahnung, mir egal. Soweit habe ich es nicht gezockt, denn bei mir ist wichtig, der erste Eindruck vom Spiel muss stimmen und das hat bei Mac überhaupt nicht gestimmt. Ah, ich zeige die Map mal kurz von oben. Also die Maps sind ziemlich nice. Geile Grafik wäre natürlich noch ziemlich fett gewesen, also Battlefield-Grafik oder so. Vielleicht bei Mac 2 auf der PS4. Ja, vielleicht. Also man sieht jetzt, wenn ich jetzt so... Okay, jetzt habe ich es... Also es ist ein bisschen... Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben, aber ich... Also bei COD konnte ich mich ja mit diesem schwammigen Gameplay, fand ich, am Anfang fand ich das schwammig. Konnte ich damit mich auch noch nicht so anfreunden, weil ich Battlefield gewohnt war. Mittlerweile geht das, aber ich finde mich hier nicht so richtig rein. Nee, ich auch nicht. Es ist viel zu störrisch irgendwie. Ja, es ist, das kann man echt schlecht beschreiben irgendwie, ne? Das ist so... Ja gut, wir sind auch vorbelastet. Das muss man schon dazu sagen, aber ich komme in die Steuerung nicht rein. Und das, was ich komisch finde, du kannst die Granate nicht auf der Hüfte werfen, du musst sie zuerst auswählen und dann werfen. Das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Läuft. Alter, da hinten. Du wählst sie aus, di-di-di-dim, und dann wirfst du sie. Und, keine Ahnung, das ist so 2001-mäßig irgendwie. Boah, ich hab einen Kill gemacht, ey. Bin ich gut? Nee, bist du nicht. Nee, bin ich auch nicht. LOL, also ihr seht, ich kann das halt nicht. Das ist noch schlimmer als COD. Also wenn man da 5 EP bekommt, euch wiederbelebt, das ist natürlich auch ziemlich nice. Das finde ich auch gut. Wiederbeleben ist immer gut im Spiel. Bei COD ist ja, jetzt vielleicht nicht ganz passend. Wenn's hinhaut, wenn dich jemand wiederbelebt, ist ganz lustig. Mich hat noch nie jemand wiederbelebt. Mich jetzt das zweite Mal. Also ich finde auch, das ist... Naja. Oh, okay. Ups, tut mir leid. Ich hab kurz Teammate beschossen. Ja, man sieht, also Grafik ist nicht so Bombe, aber
Map. Es geht. Ist noch akzeptabel. Schon ein bisschen nach PS2 aus, aber es ist noch vertretbar. Ja. Kann man, wenn man nicht so eine Grafikhure ist, dann kann man damit. Wenn man beide Augen zudrückt, kann man schon zocken. Ich meine, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt, ja, dann. Und wenn man damit anfängt als Shooter-Spieler, dann ist sicher okay. Lol. Wenn man null Erfahrung hat, man sich reinfindet. Ich meine, vielleicht gefällt einem das Gameplay, ja. Hier kann man den Einstiegsort ändern. Und ist auch ganz nice. Da kann man nur zwischen zwei auswählen, aber ist besser als nichts eigentlich. Unsere Meinung ist ja rein subjektiv. Und ja, es ist Sabotage. Ich könnte auf die Punkte gehen, A und B, aber ich bin zufrieden, wenn ich hier irgendwie ein paar Kills mache, deswegen entschuldige das. Vielleicht sagt jemand, oh, die zwei haben gar keine Ahnung, das Spiel ist voll geil. Ja, wenn ihr es schön findet, findet ihr es schön. Ich finde es nicht schön. Weil ich finde immer, so ein Spiel ist subjektiv immer zu bewerten, weil... Ja, ist so. Es gibt Leute, die denen gefällt Medien 2. Das ist für mich eins der größten Bullshit-Spiele der Welt, also... Es gibt auch Leute, die WoW gefällt. Ich hab's auch... Ich kann sagen, ich habe einen Monat WoW gespielt. Ich mag's nicht. Ich wollte WoW anfangen. Und allein schon, als ich gehört habe, dass was kostet, habe ich auch gehört. Daran zu denken. Nee, ich hab's zum Geburtstag bekommen. Wenn du's kriegst, hast du ja einen Gratis-Monat. Ja. Den habe ich ausgespielt und dann dachte ich mir, nee, ich meine, ich hatte schon Spaß mit dem Spiel, aber was ich sage, ich zocke das jetzt 3-4 Jahre, nee. Ja, vor allem, du kannst auch noch mehr Geld da reinstecken, glaube ich, oder? Wie war das? Was, mehr Geld? Ich weiß nicht, kannst du nicht noch so extra Sachen kaufen? Ja, sicher, im Aktionshaus. Ja, sowas gefällt mir insgesamt auch nicht so. Ja, musst du aber nicht. Lol! Du kannst doch deinen Charakter verkaufen, wenn du Level, jetzt glaube ich ist es 90. Kannst du auch verkaufen, ein paar hundert Euro. Wenn du ein fauler Sack bist, aber wenn du damit nicht umgehen kannst, bringt's dir ja gar nichts. Das stimmt. Aber wie gesagt, zurück zum Eck. Das ist jetzt eine WoW-Diskussion. kleine Zwischendiskussion. Muss auch sein, nein, mir gefällt's nicht, ich werde es mir definitiv nicht kaufen. Also was gerade cool ist, man kann ja auch mit dem Fallschirm runter. Ja. Das ist auch ziemlich nice. Es ist sicher kein Spiel, wo ich sage, es ist komplett schlecht gemacht oder so. Naja, also, gibt es auf jeden Fall Schlimmeres. Gibt es viel Schlimmeres. Vor allem, ich sag mal, für die PS3 ist ja immer noch so eine Sache. Für den PC gibt es so viel Free-to-Play-Quatsch und das ist richtig schlimm. Auf PC will das, glaube ich, auch keiner mehr spielen. Ich kassiere die ganze Zeit nur irgendwelche Hits von irgendwo. Ich glaube, das zocken auch nur mehr die hart eingesessenen Fans. Aber es sieht gar nicht so wenige. Nee, das stimmt. Also ich habe gerade ein bisschen länger gedauert mit dem Server, muss ich sagen, aber davor hatte ich sonst nie Probleme. Ich kann nicht sagen, wie es bei 256 aussieht und ich kann auch nicht sagen, wie es mitten am Tag aussieht. Aber am Abend ist schon recht ordentlich was los. Ich meine, nicht zu vergleichen zu Battlefield oder COD. Ja, gut. Aber man findet ein Spiel. Ja, das stimmt. Also ich hatte auch mal Alien vs Predator auf der PS3, wollte ich online spielen. Nicht einer hätte es gespielt, nicht einer. Obwohl der Multiplayer recht nice war, was ich so gehört habe. Also hier muss ich auch sagen, die Server laggen nicht. Also 300.000 mal besser als bei COD oder so. Oder wirklich ständig. Da stehen die Server auch nicht in Afghanistan. Oh lol. Also wie es da mit Support aussieht, kann ich auch nicht sagen. Ich habe auch noch nicht verstanden, wie man jemanden wiederbelebt, wenn ich ehrlich bin. Ja, du musst die Spritze da, oder was das immer sein soll, auswählen und ihn da reinstechen, oder... Ja, irgendwie so. Na, Hammer. Also ich weiß nicht, Und du kannst auch General oder sonst so ein Platoon-General oder so werden, wo du auf eine Taktikkarte gehst, die den Bildschirm ganz ausfüllt und dann kannst du da Befehle abgeben, ob sie sich die anderen Leute dran halten, ist halt die andere Sache. Ja. Das Spiel ist halt extrem auf Teamplay ausgelegt und wenn du da jetzt 64 Rambos hast, die auf deine Befehle scheißen, bist du bei COD besser ist so, dann bist du, wenn du sagst, ich will Rambo sein, spielst du COD. Ist so. Wenn du sagst, scheiß auf Teamplay, frei für alle, COD, ne? Kannst du Rambo spielen. Das stimmt. Da würde ich die Frage, ob man das will. Ja. Also ich sag mal, wenn du jetzt so einen ganzen, es gibt ja, es ist ja auch noch eingeteilt in
in Trupps und so. Wenn du jetzt mit 8 Spielern hier bist, 8 Kollegen irgendwie, ja, ja doch, kann ich mir... Also, so eigentlich jetzt immer, aber ab und zu, das könnte schon bocken. Ja. Aber kriegt man 8 zusammen. Na gut, das stimmt. Denn es gibt Leute, die sagen, oh, ihr Mac, oh, schau die Grafik das an. Das ist ja auch, das ist ja auch von Sony, ne? Entwickelt wurde es von Zipper. Und ja, published halt von Sony. Published von Sony. Ah, was published Sony sonst so? Ich weiß, God of War, glaube ich. Echt? Ja, dann ne, jetzt nicht so ein Bilder gerade. Ich glaube Gran Turismo. Dann Lil Big Planet. Ja, doch. Ja, Little Big Planet, das habe ich schon gehört. Das habe ich. Ist extrem witzig, Little Big Planet 2. Das kostet auch nur mal so 10, 15 Euro. Aber ja, das habe ich auch gehört, das ist nice. Es ist extrem witzig, muss ich sagen. Aber zurück zum Mac. Wieder mal. wieder ein kleiner Schwenk. Ja, man muss ja... Ja. Oh, ich kann die aber auch nicht snipen, muss ich sagen. Ja, ich finde es extrem einfach. Ja, das ist nicht schwer, aber ich komme halt nicht so damit klar. Ich weiß auch nicht, wie viele Waffen es im Spiel LOL gibt. Mit einer eine Schrotze hast du, ich hasse Schrotzen. Alter, habe ich den jetzt gekillt? Ich glaube nicht. Also, es ist auf jeden Fall was anderes. Es ist was anderes. Wenn man sich sagt, ich kann COD und Battlefield nicht mehr sehen, ich muss kotzen, ich will was anderes ausprobieren. Ich glaube, mehr Spaß wie bei Medal of Honor wird man schon haben. Das hole ich mir aber auch noch, muss ich sagen, weil ich möchte mich da selber auch mal... Ja, ob das noch wer spielt, ist das andere, Junge. Oh, ich glaube schon. Ich glaube, das erste Medal of Honor, was 2011 oder was erschienen ist, das top zieht bestimmt keiner mehr. Keine Ahnung, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Doch, ich schon, aber es ist so COD. Es wird auch nicht mehr weiter produziert. So, ja, es ist auch noch weiter war das letzte. Aber zurück zu Mac. Zurück zu Mac. LOL, also, ja, ich wurde schon so oft gemessert, ne? Das ja, gut, man muss auch sagen, wenn man noch nie einen Shooter gespielt hat, das sind halt echt schon alle extrem gut, ne? Und das ist so, also 2010 ist rausgekommen, hast du gesagt, ne? Ja. Ah, okay, das ist jetzt schon 3 Jahre her, Alter. Also dafür, gut, dann habe ich natürlich keine Chance. Es ist halt gleich wie bei Counter-Strike, ey, dass dann einfach so auch keine Chancen, ey. Entweder du übst oder du bist frustriert. Ich meine, ich bin in Counter-Strike auch nicht gut. Ich habe doch schon länger nicht mehr gespielt, weil ich mein PC, ich meine, ich könnte es, aber bei meinem großen PC, bei meinem Stand-PC hatte ich ja so ein Internet-Stick, so ein WLAN-Stick, aber das ist kaputt gegangen und ich habe keinen Bock, dass ich mir einen neuen kaufe, und bei meinem Laptop läuft immer heiß bei jedem Scheiß. Das reimt sich. Und nee, jetzt kaufe ich so mir wahrscheinlich zu 90% einen neuen. Leute, Alter, ich habe so keine Chance mit der Sniper. Ja, wenn du dich richtig vergämst. Ja, ich will aber ein bisschen reinwaschen. Mit der Sniper, sinnvoll. Ich muss auch noch sagen, wenn du nicht viel Geld ausgeben willst, du willst auch noch was anders ausweichen, kannst du auch Bad Company 2 zocken. Das kostet auch ein 20er und gefällt mir vom Gameplay her viel besser. Natürlich sind da keine 64 Spieler, aber die Umgebung ist zerstörbar. Ja, das ist Frostbite 1 noch, ne? Genau. Nee, ist auch Frostbite 2, glaube ich. Nee, ist Frostbite. Ich hab's hier. Aber bei Bad Company 2 war die Umgebung, glaube ich, was ich mir noch einbilde, ich habe so länger nicht mehr gespielt, zerstörbarer. Du kannst halt ganze Häuser in Schuttage legen. Ich war in einem Haus mal und das ist über meinen Kopf zusammengebrochen und ich war tot. Das habe ich bei Battlefield 3 noch nicht erlebt, muss ich sagen. Ja, doch. Ja gut, das ist dann mehr auf den größeren Maps. Das muss dann ein bisschen... Ja. Ich gucke, ich habe 3 Gegner getötet. Wahnsinn. Ich bin 8-mal gestorben. Hey. Was das rechts heißt, weiß ich nicht. Und ich habe 49 EP bekommen. Hey, ich bin schlecht. Okay, naja. Egal. Ja, da war mal so ein Gameplay. Was ich halt manche... Publisher, so wie EA zum Vorbild nehmen sollten, dass du kein Key brauchst, leg das Spiel ein und du spielst. Ich kauf's mir jetzt, muss 10 Euro zahlen, damit ich online spielen kann.
Ja, das ist so eine Sache, ne? Das nehmen die sich noch, das nehmen sie sich nochmal so raus. EA ist eine Schweinefirma jetzt. Das stimmt, die machen einfach alle Spiele, das musst du auch mal so sehen, ne? Was, alle Spiele? Ja, wie viele Spiele die alleine machen, ne? Ja, ja, ja. Das ist schon krass. Gut. Ja, gut. So mächtig wie sie mal waren, sind sie nicht mehr. Oh, ich hoffe, das nimmt ab, ey. Also das, naja. NBA machen sie, glaube ich, auch nicht mehr. Da war 2K sowieso immer besser. Jetzt haben sie nur noch... Na gut, Eishockey, Fußball... Keine Ahnung, was sie noch alles publishen. Ah, Battlefield. Aber schon allein mit dem Mikromanagement, oder wie das heißt, was sie eingeführt haben, dass du im Spiel bessere Waffen und Munition und so kaufen kannst und Ressourcen kaufen kannst, wo du dich im normalen Spiel extrem schwer tust, dass du ja kaufst. In ein 60-Euro-Spiel, ey, die können mich am Arsch lecken. Ja, gucken wir uns mal die Mitwirkenden an. Ja, keine Ahnung. Fazit. Also Fazit. Ja, was kann man sagen? Die Grafik ist mies, würde ich sagen. Das Gameplay ist schwammig. Ja, zu dem Gameplay. Ich finde auch, das Spiel wäre, wenn das ein geiles Gameplay hätte. Also, wenn das alles nicht so schwammig wäre, wie du schon sagst, dann wird sich das richtig bocken, glaube ich. Dann wird sich's wirklich bocken. Weil ich finde die Grafik nicht so schlimm eigentlich. Ja, es geht. Ja, es ist schon okay. Also das ist auf jeden Fall ertragbar. Ja, es ist schon ertragbar. Das stimmt schon. Designed by Ed Byron. Byron. Ich sag ihm nichts. Ja. Aus gutem Grund wahrscheinlich. Ich kann nur sagen, wenn ihr nicht so viel Geld für wenn ihr noch nie Shooter gespielt habt, ihr wollt nicht so viel Geld ausgeben, kann ich's so geht so empfehlen. Wenn ihr Veteran seid, kann ich es euch nicht so empfehlen. Wenn ihr sagt, Ersteindruck vom Spiel ist mir wichtig, kann ich es euch gar nicht empfehlen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, da musst du dich 10-12 Stunden einfuchsen. Das ist so ein Spiel, das mache ich nicht. Wenn ich es eine Stunde spiele und sage, oh Gott, ist das ein Dreck, dann mag ich mich nicht 10 Stunden quälen. Das fühlt sich dann an wie 40 Stunden, Junge. Jetzt puste mal nicht so dein Mikro ran, du Spasti. Wie 40 Stunden, Junge. Aber nee, wenn es gebraucht, vielleicht für 10 Euro oder was findest, könnt ihr schon mitnehmen und antesten. Oder wenn sie in der Videothek, wenn es da habt, könnt ihr es euch auch antesten, bevor ihr es kauft. Denn ja, oder geht bei Games, habe ich auch für 15 Euro bekommen. Ja, das geht dann. Das geht, und wenn es wirklich total katastrophal ist, dann gibt es wieder zurück. Scheiß drauf. GameStop kannst du, glaube ich, ja immer Spiele zurückgeben ohne Grund einmal. Ja, ich glaube auch. Also. Ja, ich muss auch sagen, also ich werde es nicht so oft zocken, aber zwischendurch, also wenn ich mal überhaupt keinen Bock mehr auf Battlefield und COD habe, dann vielleicht mal. Ja, so ein Ausweichtitel um 15 Euro, wenn er sowas sucht, kann ich es euch ruhig empfehlen. Ja, das ist auf jeden Fall akzeptabel, das ist nicht zu teuer, das ist, ja, nett gemacht. Wenn man sich in das Gameplay ein bisschen reinfindet, dann kann man das auf jeden Fall zocken. Und ja, auf jeden Fall mit Kollegen. Alleine ist das vielleicht noch so ein bisschen, naja, geht so. Also, mein Daumen ist nicht ganz oben, ich krieg von mir so einen Mitteldaumen. Ja, aber ist echt so, weil... Also ich will jetzt auch nicht so böse mit sein, weil das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, ich verzeihe auch schnell bei Spielen. Ich bin, ja, aber trotzdem. Ja, muss dann halt überzeugen, ne? Also wenn euch das gefallen hat, dann probiert's mal aus. Einen Daumen, Marvin? Ich gebe so einen Mitteldaumen. Ja, ich... Daumen nach unten gebe ich nicht, so schlecht ist. Nee, das auch nicht. Also ich würde, ja, der geht bei mir schon fast so ein bisschen nach oben, weil, ich glaube halt, wenn ich mich jetzt, sag ich mal, einen halben Tag wirklich da ransetze, dann mich dadurch reinspiele wirklich, dann bin ich da, glaube ich, auch nicht so schlecht drin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Dann wird es bestimmt auch mehr Spaß machen, das ist auch so eine Sache. Und wir müssen die Leute auch auffordern, wenn ihr das hört und ihr sagt, ey, uns gefällt das, was die zwei Idioten da labern, dann könnt ihr ruhig ein Abo da lassen oder einen Daumen hoch. Auf jeden Fall. Und ja, wenn euch das Spiel gefallen hat oder auch nicht, oder ihr denkt, ja, okay, das ist vielleicht gar nicht so schlecht, dann holt euch das mal und versucht das, und ja, wenn nicht, dann lasst es und guckt euch das nächste Video an. So ist es, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend, guten Morgen, Mittag, schönen Urlaub. Mahlzeit. Ah. Gut, dann danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Naja, tschüss.